Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu einem See. Den kennen wir sogar schon. Ihr kennt den See schon, da habe ich meine Schwimmangst überwunden und die Navy Seas Challenge gemacht. Gibt es einen Unterschied? Gibt es keinen Unterschied. Wir haben ungefähr 15 Uhr gerade. Ich habe heute Morgen schon trainiert, war schon fleißig, habe schon meine Trainingseinheit durchgearbeitet. Jetzt kommt es reingeschnitten. Ja. Johnny wollte das übrigens selber filmen und genau. Deshalb blenden wir das jetzt hier ein. Ich hoffe, es gefällt euch. War eine gute Einheit, jetzt zum Regenerieren, um regenerative Prozesse zu machen, weil es geht später noch ins abendliche Training, ins richtige Training. Dann lernt ihr endlich mein neues Gym kennen, wo ich unter guten Händen bin, sag ich mal. Gehen wir uns regenerieren mit einem Eisbad. Eisbaden ist gut für die passiven Strukturen, für Sehnen, Sehnen und Bänder und Muskeln, so die Regeneration. Ihr seht, Syrien hat mir nicht gut getan mit der deutschen Sprache, die ist ein bisschen runtergegangen und gleich wird gequält. Was meinst du, wie viele Leute jetzt schon abgeschaltet haben? Bestimmt 90%. Ich sehe gerade, wir haben sogar noch Wasser, falls ich Kollaps kriege. Mhm. Und guck mal, ich habe miese Badeschuhe. Und wer hat dir diesen Tipp gegeben mit den Badeschuhen? Du, der Bademeister. So, wir gehen jetzt ins Wasser, werden uns ein bisschen regenerieren. Nicht wir. Ich gehe ins Wasser, werde mich ein bisschen regenerieren. Du gehst nur ins Wasser, wenn es warm ist. Ja, das Wasser hat 2 Grad. Vielleicht auch 3, ich weiß nicht. Man kann das Ganze auch auf jeden Fall mit deutlich wärmerem Wasser machen. 8 Grad reicht schon für ein Kältebad. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, mache ich auch zu Hause. Habe das ehrlich gesagt noch nie im See gemacht, bei so kalter Temperatur. Aber zu Hause immer mit Leitungswasser ist ungefähr bei 8 Grad. 2 Grad haben wir? Ja. Siehst du, ich sage, ist okay. Das heißt, es regnet ein bisschen. Ich kann was ab, hoffe ich mal. Ich weiß nicht, vielleicht komme ich nach 2 Sekunden raus. Schöne Grüße an Pütz Amca. Der das jedes Mal macht, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen männlich heute anstellen. Der macht das in jeder Gradzahl, jeder Bedingung und trinkt sogar noch Seewasser dabei. Boah, gar kein Bock. Was ist das für eine Leggings? Under Armour Leggings. Gehst du damit baden? Ja klar. Weißt du doch, du filmst mich seit einem Jahr. Warum gehe ich mit Leggings, René? Im Islam muss man die Knie verdecken. Und bis zum Bauchnabel. Gut schön. Ja, fahr weiter, Alter. Eine Minute schaffst du, oder? Ja, ich denke 5 Minuten. Warum machst du 5 Minuten? Darunter macht es keinen Sinn für Regeneration. Also nicht darunter, aber so 3 Minuten ist auch okay, aber 5 Minuten wäre schon gut. Ich mache das ja nicht einfach so, ich mache das ja für mich. Denk an deine Atmung. Ja. Das mache ich. Ich habe das schon zu Hause ein paar Mal gemacht. Okay. Ich mache das schon. Nicht okay. Das erste Mal. Okay. So kalt wird es schon nicht. Zum Glück kann ich das bald, muss ich das nicht mehr im See machen, sondern kann das professioneller bisschen. Zeig mal kurz das Wasser. Man sieht das Wasser. Ich habe mir das schon cooler vorgestellt, ein bisschen sauberer. Irgendwie. Ist halt nicht unsere krasse Badestelle. Im Sommer sah das sauberer aus. Wollen wir ein anderes Video machen? Das ist schon nicht kalt. Aber fühlt sich gut an. Ich habe ab jetzt professionelle Begleitung für meine MMA-Kämpfe, die ich anstrebe. Ich fühle mich relativ wohl damit. Ich denke, wird auch interessant für euch. Auf jeden Fall ist es gut für mich. Ich werde mich da gut vorbereiten können auf MMA-Kämpfe. Und vor allem alles Profis da, ne? Man trainiert nur mit Profis. Es ist kein Kuddelmuddel aus Amateuren und Profis. Wir sind auch nicht 1000 Leute da beim Training, sondern es ist immer relativ überschaubar und das macht das Ganze ganz einfach. Es ist gut für die Trainer auch, auf den Athleten persönlich dann einzugehen, die Fehler zu sehen. Nacken muss auch drin sein, weißt du, muss sich auch regenerieren. Stimmt. Scheppert deutlich härter rein auf jeden Fall. Wichtig, was man beachten sollte bei sowas, ist die Atmung. Regelmäßig atmen. Ich bin jetzt gute 3 Minuten im Wasser, würde ich sagen. Auf Krampf würde ich auch mehr aushalten. Aber ich denke, alles andere als 5 Minuten, alles längere, würde jetzt ein bisschen auch nicht mehr nützlich für die Regeneration sein. Boah! Jetzt kommt Zittern ein bisschen. Spaß. Ich komme raus. Hat gut getan.
Hier draußen kickt die Wärme jetzt richtig rein. Dennoch denke ich, ist es angenehmer, das im Salato nächstes Mal zu machen. Ich habe die Möglichkeit, da auch Kältebäder dort zu machen. Sauna und ich, Choban, komme hierher in die Idee, um ein bisschen Stefan Pütz Konkurrenz zu machen. Stefan Pütz, ich fordere dich heraus. Ein Eisbaden-Challenge, wer länger aushält. Willst du nicht mal anziehen? Stefan Pütz, wer ist der wahre Terminator? Mein Kameramann fragt, ob ich mich anziehen will. Nein. Okay. Warum soll ich mich anziehen, wenn die Härte der Natur nicht mal hart genug ist, um kalt genug für mich zu sein? Du hast recht. Okay. Körper aus Stahl, Herz aus was weiches Material. Watte oder so. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt draußen. Ich hab einen Bademantel mitgenommen. Ich dachte, ich brauche. Morgen rufst du mich wieder an und bist krank. Kann gut sein. Aber was dich nicht kill you, makes you stronger. Nein, nein, das. Ah, jetzt ist es kalt. Warum habe ich das gemacht? Der Herr wollte gerade noch mal coolen Reel machen. Ich wollte ein Reel machen, ich bin mies ausgerutscht, ich bin mies auf die Fresse. Das kommt nicht ins Video. Nein, nein, nein. Das schneiden wir nicht rein. Ich hab mich cool angestellt, sei ehrlich. Ja, ja. Bis zu der Stelle. Das zweite Mal hat reingeklappt. Wir laufen jetzt entspannt zum Auto. Achtet auf eure Atmung und so weiter. Sehr leicht, kann man sehr leicht machen. Das ist gar kein Problem für harte Jungs. Nur die Harten kommen im Garten, ihr wisst Bescheid. Kannst du das scheiß Auto aufmachen? Ich hab den Schlüssel nicht. Du hast den Schlüssel. Kannst du ins Auto gehen, Motor anmachen, Sitzheizung, Klima. Wie geht's dir jetzt so 5 Minuten danach? Irgendwie dieses zweite Mal reingehen hat alles verändert. Du meinst das zweite Mal reingehen, was wir rausschneiden wollten? Wolf Jackskin. Es wird kalt jetzt. Wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf. Danach geht's zur Fahrschule. Ich muss wieder zur Fahrschule. Warum, werde ich euch gleich erklären. So, Aufbauseminar-Termin habe ich gemacht. Und jetzt geht's erstmal nach Hause, ausruhen, was essen, entspannen. Und heute Abend sehen wir uns wieder am Sayato. Also was genau ist Sayato jetzt? Sayato ist unser Team. Hier kann man sich vorbereiten auf Profi-MMA-Kämpfe. Hier sind einige Profi-MMA-Kämpfer, die sich vorbereiten auf Profi-Kämpfe. Zum Teil auch hatten wir jetzt, bevor ich in Syrien war, zu Besuch ein paar Leute. Einer, der bei Bellator kämpft, Champion ist in der schwedischen Liga. Ederson. Hat sehr Spaß gemacht, mit ihm zu trainieren. Konnte kein Deutsch, konnte nur Englisch. Ich kann kein gutes Englisch. But I can little bit talk with some guys. Ich bin Matthias, der MMA-Wrestling-Coach von Sayato Performance Gym hier in Berlin. Wir sind eigentlich ein Sportlermanagement, ja. Aber wir haben hier halt auch die Möglichkeit, jetzt die Profis individuell zu trainieren, um die einfach aufs nächste Level zu bringen. Und ja, viel Spaß, schaut euch das Gym an und seid gespannt. Jetzt nur ausziehen. Arme ranziehen an deine Hüfte und hochheben. Hoch. Ja, sehr gut. Mach da ein bisschen, versuch ihn explosiver. Wenn du ihn hier ranziehst, steht gleich auf. Ich nutz diesen Drall mit. Genau, das aus dem Rücken nicht. Nur aus den Beinen. Wupp. Zusammengreifen. Den tust du richtig gut. Ellbogen eng. Zu dir ranziehen. Zu dir ran. Ja, wupp. Ja, viel besser. Du musst hier richtig eng sein. Ja, davor war der, glaube ich, drüber. Ja. Ja. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wie sieht das aktuelle Training jetzt hier aus? Wie oft bist du hier in der Woche? Also in dieser Form des Trainings, ihr müsst euch vorstellen, es gibt im MMA verschiedene Varianten, was man trainieren kann. Hier wird alles MMA-spezifisch trainiert. Heute war ringerische Cagework als Training, das haben wir Montag und Mittwoch. Das heißt, man arbeitet viel an den Matten. Wie ihr gesehen habt, wenig boxerisch und selbst, also das ist Mittwochs und Montags. Die anderen Sachen, boxerisches Training, ist halt Boxen, aber im MMA-Stil. Das unterscheidet sich zum klassischen Boxen in der Deckung, in den Schlägen. Das wird hier aber auch abgedeckt. Genau, genau. Wir hauen den Bein so ein bisschen wenigstens nach vorne. Und in dem Moment, wo seine Balance ein bisschen in der Disbalance ist, halten wir den Bodylock ganz eng und switchen hier nur rum. Von dem Moment hier, landen wieder, gehen in die Side Control. Hier sehe ich die Möglichkeit, mich auf professionelle Kämpfe vorzubereiten. Und jetzt, da die Krankheiten endlich vorbei sind, Alhamdulillah, hier fühle ich mich auf jeden Fall an einem Platz, wo ich gerade ausgehen kann und an meine Ziele komme auf jeden Fall. Deswegen, schreibt es mal in die Kommentare, die Kampfsport machen, wenn ihr trainiert habt und das Training geil war und euch
an eure letzten Grenzen gebracht hat, dann habt ihr einfach gute Laune. Auch Enthusiasmus irgendwie auf einmal. Ja, siehst du? So würde das aussehen, wenn ich schon ein Jahr lang professionell trainiert hätte. Hättet ihr einen ganz anderen Johnny Beck Yusupov kennengelernt. Ich würde gerne öfter mit dem drehen. Komm öfter her, dann wirst du den kennenlernen. 3, 2, 1 und go! Umgreifen, ja, double, double! Und weiterarbeiten, weiterarbeiten. Ja, bitte weiter. Johnny, oh, muss, mehr Johnny muss Mount Escape üben. 3, 2, 1 und go! Boah, zu einfach, Johnny. Verteidige den. Ja, Platz schaffen. Mehr in ihn rein. Und jetzt nach rechts drehen, wenn du dann. Ja, ja, weiter. Hoch! Runter, dann, ja, weiter. Immer wieder. In drinne, Arme kontrollieren. Upp, jetzt. Verteidigen, Johnny. Greif in die Arme, zwei, weiter, wir haben 20 Sekunden. Was machen die da? Aufkühlung. Okay. Merkt man das nicht? Nee. Weiß man das nicht? Hat das Eisbaden heute noch nicht gereicht, ja? Auf keinen Fall. Training vorbei. Training ist fertig. Erstes Training fertig. Damit ich nicht das voll schwitze, ziehe ich mein T-Shirt noch aus. Was machst du jetzt hier eigentlich? Den Boden wischen. Das ist das neue Ding. Ich war hier schon 5-6 Mal. Nee, musste ich den Boden wischen jetzt, weil wir mit Kamera sind. Guck mal, wenn du jetzt mit System arbeitest, arbeite einfach hier so. Ich mach einfach mal. Ich glaube, ich muss es nochmal machen. So, die Matten sind gewischt. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Bock auf professionelle Trainingseinheiten habt, dann sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare, kommentiert für den Algorithmus irgendwas. Wir sehen uns im nächsten Video, inshallah.